Heute Familienprogramm bei Immer wieder Sonntags. Zum einen den Papa, den Olaf, und die Tochter, die Pia, haben wir gleich heute hier im Promi-Geflüster. Hallo euch erstmal, wie geht's? Ja, sehr gut. Ja, Frank, Weltklasse. Ja. Wenn du uns interviewst, geht's immer gut und die Sonne scheint hier in Russ, gell? Genau. Besser geht's nicht. Gell? Ja, ihr seid ja eh die Sommer- und Sonnengiganten und Garanten vor allen Dingen, genau. Ja, Grund natürlich, der Papa hat wieder eine neue CD dabei. Genau, ja, ja. Na, natürlich, also hier... Tausendmal ja. Muss ich jetzt tausendmal ja sagen? Oder? Ja, bitte. Ich zähl mal mit. Drei haben wir schon. Das Album kommt jetzt am 10. August in den Handel. Mhm. Kann man deutschlandweit natürlich dann erwerben. Und man kann es natürlich auch schon vorbestellen. Hier bei Shop 24 kriegt man alles. Und beeilt euch. Ja, es gibt nur ein paar. Gell? Genau. Ich denke mal, wenn du dabei bist, dann ist natürlich auch wieder ein Duett mit dem Papa drauf, oder? Ja, natürlich haben wir auch wieder ein Duett mit am Start und passend zu diesem tollen, grandiosen Sommer heißt es natürlich auch Sommer in Deutschland und so richtig Party und Stimmung und passt einfach, genau, zu diesem Jahr. Richtig. Und der Sommer wird ja jetzt erst richtig, dreht jetzt erst richtig auf. Ich glaube, nächste Woche, da soll es ja jetzt richtig über 30 Grad werden. Ja, also da passt es doch, genau. Ja, die letzten 8 Wochen waren ja schon der Hammer. Man sehnt sich ja dann ab und zu nach dem Regen und deswegen haben wir es ja auch hier in Deutschland so schön grün, gell? Weil es doch ab und zu oder etwas mehr regnet als woanders, gell? So, und das ist klasse einfach. Die Flippers, die haben ja vor Jahren jetzt wirklich sind in Rente gegangen, aber du schlägst immer wieder mit neuen Produkten hier alle Rekorde. Ja, das ist mein 7. Soloalbum schon, also muss man ja sagen, und es macht mir noch sehr viel Spaß und die Fans, die sagen, Olaf, ganz klasse, dass du einfach Musik machst, weil die Musik der Flippers bleibt dann erhalten und in aller Munde. Und ich mache das noch sehr gerne. Ich bin nicht der Typ, der jetzt im Garten sitzt und Däumchen dreht. Ich sitze im Garten natürlich und trinke ein Gläschen Wasser. Ich möchte raus, ich möchte zu den Menschen. Und für mich ist das Publikum Maß aller Dinge. Danke. Er würde uns ja auch die Wohnung umräumen, das wollen wir ja nicht. Ne? Ist es so schlimm tatsächlich? Na du, aber der steht nachts um 4 auf und geht ins Studio und spielt Gitarre und macht und tut. Das ist halt ein Vollblutmusiker und das ist sein Leben und deswegen, das hält ihn jung. Ich meine, guck mal, 72, da sieht man ihn doch nicht an. Ich gehe auf die 80 zu. Ja, jetzt komm aber. Nee, sieht man gar nicht an. Also gerade mal 65 so nach Rente. Was möchtest du trinken? Reden wir nachher drüber, genau. Und bei Pia, was gibt's da sonst? Machst du auch Solo-Programm weiter? Ja, natürlich. Auch bei mir geht's solistisch weiter. Jetzt haben wir erstmal sein neues Album rausgebracht oder bringen es gerade raus. Dann gehe ich ins Studio und ich denke, 2019 werden wir dann auch ein neues Produkt von Pia Malo haben. Und dann ist natürlich der Papa ganz kräftig im Hintergrund produzieren dabei, denke ich mal, oder? Ja, er ist immer bei der Songauswahl dabei. Da lege ich schon großen Wert auch auf sein Feedback immer. Und im Studio ist er dann auch immer dabei, wenn ich dann sage, wie soll man denn das singen oder interpretieren? Gib mir mal Tipps. Und ohne ihn würde ich das auch nicht machen. Okay, also ein tolles Team, bleibt in der Familie. Ne? Und Tournee steht auch wieder was an? Aber ein paar Reisen, ein paar schöne Schiffsreisen. Wir sind eben Anfang September im Mittelmeer und dann mit dem Schlagerparadies sind wir dann im März, April. Man kann aber alles auf meiner Homepage. Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Ja, auf meiner Homepage kann man das alles sehen und könnt alle mitfahren. Dann noch eine Schlagerreise auf Mallorca im Mai und dann schauen wir mal weiter und die Tourneen eventuell. Das ist in ganz weiter Ferne, da wird drüber diskutiert, aber wie, was und wo, immer auf meiner Homepage und ja, dann kriegt man das. Er hat ganz, ganz viele Einzelauftritte und dann www.olafderflipper.de oder www.pia-malo.de. Genau, oder Facebook oder Instagram, genau, oder so. Wir sind ja überall und wir machen das auch alles selber, also schreibt uns gerne. Wir antworten auch, wenn wir Zeit dazu haben. Okay, dann sage ich recht herzlichen Dank für die Information wieder und wünsche euch eine gute, gute Zeit. Bis auf ganz bald. Dankeschön. Bleibt gesund und einen schönen Sommer noch. Dankeschön. Tschüss. Ja, Dankeschön. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.